Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute nicht viel Zeit, schnelles, spontanes Video. Also, ich habe ein bisschen zu tun mit der Uni. Muss Bachelorarbeit startet, muss mich da irgendwie anmelden, bewerben, keine Ahnung, genau. Heute kommt ein Video, das ist auch relativ spontan, aber ich habe vor kurzem, also was heißt vor kurzem, letzte Woche irgendwann mein letztes Item bekommen. Und seitdem hört es gar nicht mehr auf. Seitdem habe ich sogar das Item, was ich ernst angebracht habe, sogar jetzt viermal statt nur zweimal, also ernst merkwürdig. Und jetzt habe ich über 20 Items und die kosten eigentlich nur Platz, deswegen heute spontan mal dieses Video. Mache ich ein paar Entwicklungen. Was heißt ein paar Entwicklungen? Also jede Entwicklung von den neuen mit den Entwicklungssteinen. Muss dann auch danach ein paar wegschmeißen, also die kosten eigentlich echt nur Platz. Ich habe hier zum Beispiel 7 Kingsteine, eigentlich voll unnötig. Man braucht eigentlich nur 2 und dann für den Pokédex, das war's. Aber das schauen wir uns jetzt genauer an. Also, wie gesagt, ich habe alle Entwicklungssteine vor kurzem bekommen. Mein letzter war der Sonnenstein, der zweite. Inzwischen habe ich 4. Schreibt unten in die Kommentare, welche Steine euch noch fehlen, welcher der letzte war, falls ihr alle habt. Und wie lange es gebraucht hat. Also ich habe jetzt 5, 9, 15, 22, 26 Items, seitdem es die Steine gibt. Noch keinen verwendet, noch keinen weggeschmissen. Wollte ich mir eigentlich aufheben für ein mögliches Event. Da ich dann durch den neuen Eintrag Doppel-EP bekomme, also ein mögliches Doppel-EP-Event, aber kam nichts und die Steine müssen jetzt echt weg. Die kosten echt zu viel Platz im Beutel. 1000 echt nicht genug. echt spontanes Video. Ich habe die Pokémon nicht mal vorbereitet. Also weiß gerade gar nicht, was ich alles entwickeln kann und soll. Fangen wir mal an mit Sichlor, weil ich den hier als erstes gefunden habe. Ich habe aber einen 100% Sichlor, aber der muss noch nicht entwickelt werden. Ich habe hier einen. Der ist zweitbester, aber mir reicht, das hat viel WP. Zumindest glaube ich das. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel Sichlor so im Durchschnitt hat. Ich weiß nur, dass Sherlock nicht so viel WP bekommt. Also der Multiplikator ist nicht so hoch. Also danach hat er, glaube ich, nur 2000 irgendwas. 2,1, 2,2 maximal. Aber wir werden es sehen. Ich kenne mich auch mit den Attacken nicht aus. Das ist jetzt echt nur für die Einträge. Und. Meine erste Entwicklung mit einem Stein. Item. Sherlock. Sieht echt cool aus. Leider kann er nichts. Neuer Eintrag. Schreibt unten in die Kommentare, falls ihr schon Sherlock habt oder nicht. Er hat 2-2. Fury Color Iron Head. Insekt und Start. Ja. Nochmal wie. Zweitbeste Attack, Strong, ja. Das war's, was soll man sagen? Wen gibt's noch? Nach Sichlor kommt natürlich Onyx. Zweiter Starmantel. Rock Throw, Stone Age. Auch zweitbeste, irgendwie habe ich nur welche von denen. 546 WP. Auch keine Ahnung, was so der Durchschnitt bei Onyx ist. Stardust. Der sieht auch richtig episch aus. Viel zu groß, habe ich gesehen. Der passt fast nirgendwo rein. Neuer Eintrag. Das werdet ihr jetzt öfter sehen. Noch im Verlauf des Videos. Iron Tail Earthquake. Auch absolut keine Ahnung, wie das Moveset ist. 1356, also fast verdreifacht. Nicht ganz. Ist auch solide. Leider noch kein 100% Onyx. Das fehlt mir noch. Habe ich bisher leider verpasst. Dann Flapmon. Lasho King. Der ist nicht schlecht. 1006. Benutze ich mal. Wieso nicht? Ich habe gesehen, Lasho King kann einzig vergibte Attacke lernen. Feuersturm oder so. Schauen wir mal, ob wir das bekommen. Der sieht ernst komisch aus. So. Irgendwie voll schlecht animiert, voll schlecht gezeichnet. Im Vergleich zu den anderen Pokémon. Water Gun Blizzard. Hat 2090. Ist der zweitstärkste, also der zweitstärkste von den Lamussen. Slash Lasho Kings. Ich habe hier einen Stackeln, zwei Psy-Attacken. Ja. Ist solide, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie stark Lasho King ist, ob er stärker ist als Lamus. Könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, ich weiß es nicht genau. Lamus leider auch nicht mehr so stark wie früher. Früher war er ja richtig krass, aber jetzt leider nicht mehr. Nach Lamus
beziehungsweise Flagman Lasho King. Natürlich der zweite mit dem Kingstein. Machen wir hier ein erstes Quaxo mit Quapsel. Auch irgendwie aus Oberschleißheim. Irgendwie habe ich alle Pokémon aus Oberschleißheim. Zweitbeste Rating. Erstmal zu Kapuzzi. Ich kenne einen Kumpel. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Der hat ein paar Quapos entwickelt, um die Kampfmedaille zu füllen. Also kein Kommentar. Auf jeden Fall hier Quapuzzi erstmal. 1071. Und jetzt Kingstein zu Quaxo. Der sieht auch ein bisschen verrückt aus. Neuer Eintrag wieder. Bubble Hydro Pump. Unter 2000 leider. Schauen wir mal mein Quap an. Okay, mein Quap hat nur 1802. Also Quaxo hat da mehr. Das war jetzt aber auch mein höchstes Quapso. Ihr sehen könnt, hier habe ich noch 200%. Spare ich mir halt irgendwann mal auf für ein 100% Quapo und ein 100% Quaxo. Aber noch nicht. Das waren die zwei Kingsteine. Jetzt kommen die zwei Sonnensteine. Machen wir hier erstmal ein Duflor. Okay, Defense. Hat sogar relativ gute IVs. Und Justus Island. Sonnenstein. Da war kurz dieser Ball, weil es ein neuer Antrag ist. Aber ich habe hier eigentlich WLAN, also müsste das kein Problem sein. Lubella. Acid Paddle Blizzard, also Säuge und Blütenwirbel. Ich glaube, da geht einiges mehr. Also, ich glaube, das war eher ein Fail. WP technisch 1709. Mehr als mein Giflor, also kann man nicht klagen. Und der zweite ist Sonnenkern. Ihr sehen könnt hier 100%, aber das heben wir uns natürlich noch auf. Erstmal ein für den Dex-Eintrag. Direkt Bam. Also auf jeden Fall haben aus der ersten Generation auch welche Steine gebraucht und das haben die jetzt erst implementiert, also echt komisch. Sonnenfloga. Razorleaf Sludge Bomb. Also wäre das ein Visaflor, wären das echt schlechte Attacken. Also zumindest die schlechteren. Ich weiß nicht, ob der Rankenhieb Solarstrahl kann. Aber auf jeden Fall nicht interessant. IVs haben wir gar nicht gecheckt. Checken wir mal schnell. Wieder Really Strong. Irgendwie habe ich nur das zweitbeste immer. Jetzt muss ich kurz mal auf die Items gehen, weil ich gar nicht mehr weiß, was man noch entwickeln kann. Zwei Medical, zwei King's Rock, zwei Sunstone, Dragon Scale und Upgrade. Alles klar. So. Hier Dragon Scale. Nur Ding machbar. Zetra King. Also so eine kleine Story von bevor Gen 2 rauskam. Hatte ich eigentlich vor, so viele Zetra Kings wie möglich zu machen, um meine Drachenmedaille zu füllen. Aber dann kam der Scanner und die Dratinis waren kein Problem mehr. Und Zetra King echt schwer zu bekommen wegen dem Item. Wir sehen können wieder ein paar 100%, aber wir machen IV-Check. Defense. IVs sind okay. Entwickeln wir gleich mal den. 100 bisschen teuer, also echt nur den mache ich. Dann hebe ich mir ein, zwei auf für meine 100%. Wahrscheinlich sogar nur eins für meine 100%. Oder eins meiner 100%. Und der Rest wird, glaube ich, weggeschmissen. Also 100 ist eigentlich echt viele Bonbons. Da kann ich 4 mal Seemon entwickeln und mir die Punkte holen. Und dann den an sich braucht man eigentlich echt nur für den Eintrag. Dragon Breath Blizzard. Gut gegen Drache. 2050 ist eigentlich voll wenig. Eigentlich voll nutzlos. Muss man leider so sagen. Und der letzte ist Porygon. Ich habe keine Ahnung, wann Porygon kommt. Hier. Wieder 200%. Die müssen wieder warten. Das kommt demnächst mal vielleicht in einem Video. Hat jemand vorgeschlagen, wollte er sehen, dass ich meine 100% entwickle. Das würde mir echt das Herz brechen. Aber jetzt erstmal den hier. IV-Check. Attack, Defense, 15, also der ist nicht schlecht. Ich glaube sogar der ist 98 oder 96. Auf jeden Fall nicht schlecht. Upgrade.
Polygon 2, wieder ein neuer Eintrag. 6 neue Einträge, kann das sein? 8 neue Einträge. Hidden Power Zap Cannon. Echt kein Plan von den Attacken. 1070! Ja, das waren die neuen Pokémon. Ein Quaxo, ein Lashoking, ein Sandflora, ein Glubella, ein Zedraking, ein Polygon 2, ein Cherox und ein Stalos. Alle 8 relativ coole Pokémon, aber kampftechnisch, WP-technisch, Arena-technisch leider nicht zu gebrauchen. Dementsprechend sind die Items jetzt auch unnötig, deswegen zeige ich euch mal, was ich mit meinen Items vorhab. 8500 Punkte, nicht schlecht. Wir kommen der 39 immer näher. Haltet euch fest, das schaffen wir demnächst hoffentlich. Aber jetzt zu den Items, den überflüssigen. Also Upgrade kann man immer behalten, das ist nicht schlecht. Und zwar, weil es kommt dann natürlich darauf an, wie viele Polygon-Bonbons ihr habt und wie viele Polygons. Ich habe jetzt noch 2 Polygons, die ich entwickeln würde. Sprich, mehr als 2 brauche ich momentan nicht. Weg damit. Drank Scale würde ich alle wegschmeißen, weil ich werde nie wieder ein Zedraking machen. Um Erfahrung zu sammeln, entwickle ich nur bis Seemon 25 Bonbons. Das war's. Ich würde nie 100 investieren, weitere extra unnötige für ein Zedraking. Das heißt, das ist komplett weg. Metal Code würde ich behalten, weil kostet nur 50. Und ansonsten kann man mit Onix und Sichlo nichts machen. Die haben keine Alternative oder Vorentwicklung. Das heißt, die Bonbons brauchst du eh nicht, außer zum Pushen. Das heißt, da kann man die behalten. Kingsrap zum Beispiel, alle weg. Alle einfach weg. Wenn man entwickelt, kann man, also Flegmon kann man dann einfach zu Lamus entwickeln für die EP. Und Lashoking ist einfach unnötig, finde ich. Und Quapsle kann man erstmal zu Quapuzzi entwickeln. Und zu Quappo würde ich es eh nicht machen. Schaut da dann den Kumpel, der es zu Quappo gemacht hat für die Kampfmedaille. Hat unnötig die 100 extra. Und dann zu Quaxo sowieso unnötig, also da würde ich alles wegschmeißen. Und Sonnenstein eigentlich auch, also Megablatt zu Duflo reicht. Und dann zu Glubella unnötig. Und Sonnenkern brauche ich halt einen, deswegen würde ich einen behalten, weil ich 100% habe. Und das war's. Haben wir noch 5, 7 Items übrig von über 20. Bisschen wieder Platz im Beutel, das ist sehr gut. Und das war's eigentlich auch mit dem Video. Neue Entwicklung. Alle neu mit den Entwicklungssteinen. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon alle habt. Wie lange es euch gebraucht hat, falls ihr schon alle habt. Welcher euer letzter war. Falls ihr Ahnung von Movesets habt, könnt ihr unten reinschreiben, ob meine Pokémon gute Movesets haben. Ich werde es demnächst vielleicht mal nachschauen, wenn ich Zeit habe. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab und vergesst nicht, Pokémon ist just business.